Willkommen zurück zu GTA 5 mit dem täglichen Speichern, wie immer, und dem täglichen Altdrücken, weil ich das hier nicht brauche bei diesem Spiel. Und wir haben eine Handy-Nachricht bekommen, da müssen wir erstmal kurz gucken, was da los ist. Ich habe diese Chip Peterson-Sache unter die Lupe genommen. Ich glaube, ich habe da was. Ja, genau, das hast du ja gesagt. I got you, do! So. Erstmal auf die Karte schauen. Wir hatten da mal was mit Fremde und Freaks. Und ich will das endlich mal hinter mich bringen. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade mit Michael da? Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zum Flughafen, schnappen uns ein Flugzeug und fliegen hoch zu diesen bekloppten Fremden, ne? Zu diesen bekloppten. Ich will das jetzt hinter mich bringen. Wir sind ja schon 1000 Mal hochgefahren. Und jedes Mal... Na gut, 1000 Mal stimmt nicht, aber einmal. Ich dachte schon, da wollte ich mir ein Bein pinkeln, ne? Nochmal Schwein gehabt. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß mit der neuesten Folge. Und jetzt machen wir mal Vollgas hier, Fremde und Freaks. Damit wir auch natürlich noch eine Hauptmission, oder vielleicht sogar zwei, in diese Folge unterbringen können. In diese reinquetschen oder in dieser unterbringen, könnt ihr euch jetzt denken, wie ihr wollt. Boah, durch hier. Ah, nice, noch kein Crash gebaut. Und bam, in dem Moment passiert es meistens. In meinem Fall. Noch nie mal irgendwo angeeckt haben wir. Geil, Mann. Versuchen wir diesmal den normalen Weg zu nehmen. Also nicht über die Schanze. Im Online-Modus kommt man nur über die Schanze in den Flughafen rein. Oder auf den Flugplatz rein. Drauf. Jetzt versuche ich mal über den ganz normale Schleuse. Wie sagt man denn dazu? Gateway. Ihr wisst schon, was ich meine. Der Seiteneingang halt für 5 Minuten. Mal gucken, ob die uns reinlassen. Wenn nicht, müssen wir halt trotzdem die Schanze nehmen. Echt mal, du hast keine Ahnung, wie viel diese Karre kostet. Vor allem nicht getuned. Na, aufmachen sollst du. What the hell do you want? Willst du mich veräppeln oder was? Na, dann halt nicht. Dann haben wir jetzt wieder 3 Sterne. Das übliche. Diesmal schnappen wir uns aber keine Boeing, sondern ein sportlicheres Gerät. Ui, ich spüre das um dick rum und lächelt mich an. Ach komm. Noch rein hier, rein! Lass dir Zeit. Wenn ich in die Ferien richte. Ja, aber bist du mit der... Lol, direkt explodiert. Also ein bisschen übertreiben sie es jetzt aber schon. Direkt explodiert. Ja, so kann man die Zeit auch rumbringen, ne? Nicht wahr? So, wo ist jetzt das nächste Crankenhaus? Bestimmt wieder 5 Jahre weit weg, wa? Ja, wir brauchen eine vernünftige Karre. Ach, komm her. Last Action Hero Auto, Leute. Also, der Schwarzenegger ist ein Last Action Hero so ein Auto gefahren. Allerdings in Rot, wenn ich mich richtig erinnere. So, jetzt fahren wir dann nochmal hin. Jetzt erst recht. Und dann war hier hinten der kleine Junge gelegen. Oh ja. Last Action Hero. Einer der besten Filme von Schwarzenegger. Neben natürlich Terminator und einigen anderen. Eigentlich kann man jeden Schwarzenegger-Film schauen.
wie blöder auch sein mag, Schwarzenegger wertet den jeweiligen Film dann schon auf. Versprochen! Hör doch mal auf, du verfickte Flieger! Ich hasse Sommer, Mann! Also, in Bezug auf Insekten. So, mach mal Platz hier. Mach mal Platz hier, sonst muss ich eskalieren. Oh, okay. Hey Mike, it's Franklin, man. I'm following the architect. Okay. Don't fuck it up. Alright. Oh, okay. Mission Fremde und Freaks hat sich gerade erstmal erledigt. Das ist ja natürlich jetzt auch nicht so scheiße. Aber bestimmt doch mal Zeit später für haben. In dieser Folge, bin mir ganz sicher. Jo, dann wechseln wir erstmal wieder in die andere Kameraperspektive am besten. Wie macht man das mit Tastatur? Weiß ich gar nicht. Nee. Müssen wir dann doch mit Gamepad machen. So. Hey stupid! You can't be on here without a hat! Ah. Ja, sorry. Natürlich. Na, dann verfolgen wir den jetzt mal ein bisschen. Müssen wir den jetzt nur verfolgen, oder? Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Wahrscheinlich stand es da, ne? Ich glaube, hier sollten wir den vielleicht nicht killen. Ach nee, wir brauchen ja seine Pläne. Stimmt, wir brauchen den ja auf jeden Fall lebendig, sonst kommen wir ja gar nicht an die Pläne ran für das FIB-Gebäude. Those idiots drilled the new caissons on the west side. You're kidding me. The bedrock ends there. We need caissons on the east side. Ah, no drama. It's a government contract to be paid until completion. I ain't taking a fall for this screw up. It's a government contract. No one's taking a fall. Except the government. Moment, den Aufzug will ich auch nehmen. Alter Freund. Who are you? I'm supposed to sign up on all new hires. Ja. Call 911! He's armed! Protect me from him! Bleib mal stehen. Get him away from me. Hat er die Pläne dabei oder was? What the fuck? Er hat die Pläne für dieses FIB-Gebäude in der Aktentasche? Willst du mich verarschen? Ne, ich will euch doch gar nichts von euch, ihr blöden YMCA-People. Naja, ich bin gleich weg. Kein Grund zur Sorge hier. So. Bis dann, Kumpels, ne? So, bye bye. Arschgefickte Pullen natürlich wieder, müssen sich wieder mächtig fühlen hier. So, weg hier. Weg hier. Wir nutzen die Fähigkeit ja so selten, ne? Deswegen. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Oh fuck! Schnell wir jetzt waren. So, alles wieder gut, können wir wieder langsam fahren. Oh. Kommen die hier rechts nach rechts oder fahren die geradeaus weiter? Ah, easy. Easy! So. Ja, das war einfacher als gedacht. Ich habe jetzt schon gedacht, eigentlich habe ich damit gerechnet, dass es fehlgeschlagen ist. Damit wir den hätten noch weiter verfolgen müssen oder so. Wahrscheinlich ist es auch, haben wir auch deswegen nicht Gold bekommen, wenn wir irgendwas hätten noch
länger warten müssen, anderen Aufzug nehmen müssen, irgendwie auf eine coole Art das anders machen müssen. Aber ja. Jetzt ist es halt so. Wir haben es auf jeden Fall hinter uns. Wow. Oh, guck mal. Michael ist auch da. Okay. Ja, nicht so hundertprozentig cool geparkt, ne? Aber Franklin ist ein Schwarzer, der kann sich das erlauben. So, guten Tag. Servus. Keiner da. Ah, doch jemand da. Na, Ladies? Wie läuft das Geschäft? Läuft gut? Ah, hab ich mir gedacht, ne? Schön weiterarbeiten. Brav. Ah, it's cracking. Hey, you got him? Of course I do, homie. Na, der trägt ja überall mit sich rum anscheinend. So, all good? Sure, homie. So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Yeah, I don't fucking know. Probably not. Hey, Lester, what do you got? I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Ja, aber so ähnlich. Oh, oh, maybe I am. Here's what I think. We have two options. The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God. So we could plant some firebombs. They go bang, the emergency call goes out, we hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by air. Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by the vision of corrupt government psychos, or defeating one of the world's most complex security system using our worthless ass ninja skills, huh? Yeah. Eeny, meeny, miny, mo. Eeny, meeny, miny, mo. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Ich glaube, das machen wir, Leute, oder? I got a mop. You really do. They'll clock you on the cameras if you're play acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau, okay, so you could torch the truck and get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. What about mir the other way? Mir dürftet ja keine Bullen am Arsch haben. Ninja skills. Now you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here. Now you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Nee, nicht für uns, the oder? The Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission, and the crew will be paid out of that. We keep the change. So, what's it gonna be? Ich glaube, Leute, Action haben wir ja das letzte Mal gehabt, ne? Ihr erinnert euch an die Minigun mit Trevor. Ich glaube, diesmal werden wir hier sneaky-mäßig sein. Und sneaky-mäßig bedeutet in diesem Fall nicht die fette Action über den Heli, auch wenn da hier von sneaky gesprochen wird, was ich nicht glaube. Wir werden den geilen Feuerwehr-Job nehmen. Wir gehen als Feuerwehrleute rein und machen da mega geilen Radau und so und klauen uns das Zeug oder hacken das Zeug, was auch immer. Ne? Ich glaube, da habt ihr auch Bock drauf, mit Feuerwehr und so rumzuspielen, oder? Oder? Ich glaube schon. Ich hoffe, ich treffe euren Geschmack. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr da mit mir konform geht, meiner Meinung. Everything goes to plan. They won't fire a single bullet, but you will be running into a burning high-rise with them, so consider that. Okay. Was solltest du bedenken? Kennen wir einen von den Spacken davon schon? Gustavo Mota. Hugh Welsh. Norm Richards. Oder Daryl Jones. Weil der kriegt halt 40% der Affe, ne? Ja, aber die anderen, die können halt nichts.
Sollen wir mal den teuren nehmen? Das wird bestimmt keinen großen Unterschied machen, aber... Ah, was kommt, was soll's. He's my go-to-guy. I ain't changing that now. Echt? Haben wir den schon mal, oder was? Lol, was ist das jetzt hier? Noch einer? Kacke. Dann nehmen wir jetzt aber einen billigen. Den schwarzen? Hat Frank denn jemanden zum Reden? Daryl, I'm not hearing great things, to be honest, but you just might be able to do this with him. Okay. Ja, scheiß auf den. That all look good to you? You are robbing the FIB here. Der nimmt wenigstens nicht so viel Knete. Ja, dann bestätigen. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. All right, shit, hip. You know, I'm still looking into that union depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you-know-who. Well, as long as he can't do it without us. Okay. All right. Das heißt, wir werden noch mit Trevor zusammenarbeiten müssen, wenn wir die Bank da ausrauben räumen wollen, ne, die große. Gold! Hui! Eine neue Goldfolge steht an, vielleicht. Raubüberfallcharaktere werden für den Regisseurmodus des Rockstar Editors freigeschaltet, nachdem sie in einem GTA 5 Raubüberfall zur Auswahl standen. Für diese Planung ist ein Fluchtfahrzeug erforderlich. Irgendeine Billigkarre dürfte das jetzt nur sein, ne? Hab ich recht? Weil wir werden ja nicht von der Bullerei verfolgt. Guck mal hier. Dieses Fahrzeug gehört Malcolm und ist daher als Fluchtfahrzeug ungeeignet. Wir brauchen auf jeden Fall bestimmten Viertüren, nehme ich mal an. Sonst hätte ich nämlich dieses geile Cabrio genommen. Was ist das denn für eine Karre, Mann? Hey, die kenne ich noch gar nicht. Hey! Du Wichser! Ich glaube, die Karre will ich nehmen. Ja, ja, bleib doch mal ruhig. Geile Mucke hier, ne? Matrix-Level aus Conker's Bad Fur Day. Was haben der für geile Dinger da oben drauf? Ach, sind das die Rückspiegel? Das sieht ja mega geil. Das Auto kenne ich noch gar nicht. Ist das neu? Oder ist das bloß eine Tuning-Option? Könnte natürlich sein. So, dieses Fahrzeug eignet sich als Fluchtfahrzeug. Platziere es an einem abgelegenen Ort. Wähle Fluchtpunkt wählen, wenn du Franklin oder Lester anrufst. Okay. Joa. Dann nehmen wir jetzt einfach uns irgendeinen Platz hier. Die Frage ist, wo wäre dann am günstigsten, am besten irgendwo in der Nähe des FIB-Gebäudes. Da weiß ich natürlich nicht mehr genau, wo das war. Aber irgendwo eher in der Gegend, ne? Hier muss das irgendwo sein. Dann fahren wir natürlich hin. Ich will nicht so weit vom Fluchtfahrzeug weg sein. So. Welches Lied ist das, fragt ihr euch? Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Und zwar ist es, glaube ich, die Melodie, die kommt, wenn man wegrennen muss vor etwas, vor einer Gefahr, aber die noch nicht so ausgeprägt ist. Ansonsten wäre die Musik ja jetzt noch stressiger. Ne? Ich glaube, hier ist irgendwo FIB, ne? Hier irgendwo bestellen wir jetzt mal die Karre hin. Hier, guck mal, da unten ist ein Parkhaus. Das ist doch optimal. Okay, auf dem Winterparkplatz. So, jetzt rufen wir da mal. Wir brauchen ein Feuerwehrauto vom LSFD. Täusch einen Notruf vor oder hol dir eins aus einer Feuerwache, wie du es auch anstellst. Jetzt rufen wir Franklin an. Ne, wir rufen Lester an. Was? Zu nah am... Ach, da sind wir tatsächlich in der Nähe. Ja, dachte ich mir fast schon. Okay, dann fahr mal ein paar Meter weg davon. Ist auch kein Thema. Stellen wir die Karre halt, hier ist doch irgendwo der Tuningladen, ne? Stellen wir die Karre halt da oben hin. Da fällt sie keinem auf.
So, stellen wir die ab. Das sollte doch jetzt passen. So. Hey, it's Lester. I don't listen to my met. Das heißt, hier geht's auch nicht. Willst du mich veräppeln? Komm schon. Echt immer noch zu nah. LOL! Strafverfolgungsbehörde. Am Arsch. Ja, verpiss dich, du Sau. Wir dürfen die Karre bloß nicht kaputt machen, weil die bleibt ja in dem Zustand erhalten, in dem wir sie abstellen. Guck mal hier, ich glaube, hier haben wir schon mal ein Auto abgestellt. Näher so ähnlich, hier irgendwo in der Nähe zumindest. Okay, hier vielleicht. Ja, Mann! Hey, Les, that getaway car is parked where we need it. All right, give me the location. West Vinewood. No, good work. West Vinewood. Call me when the rest of the prep's taken care of, okay? Ah, guck mal, der Franklin hat auch mit zugehört. Sehr nice. Das heißt, Franklin, Lester, Quatsch hier. Trevor macht dann bei diesem Auftrag nicht mit? Dass wir da einbrechen und so? Interesting. Okay, jetzt brauchen wir natürlich noch hier ein Feuerwehrauto. Aber ist ja kein Thema. Da ruft man nämlich einfach den 911 an. Und zwar machen wir das so. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. The fire department are en route to your location. Das finde ich gut. Sowas lobe ich mir. Hier brennt's nämlich gleich. Wo bleiben sie denn? Hallo? I sold some stock yesterday, and I'm ready to party. Let's go to my house up north. Let's go to my house. Next door to it too. Da kommen sie, da kommen sie. You're such a naughty girl. Bye. Hi, bleib mal kurz stehen, hier ist ein Notfall. Notfall! Hallo! Prima. Ja, raus, Mann, du Wichser! Fucking asshole! Forgive me! Forgive me, sagt er. Schnell mal die Sirene ausmachen, das wäre nicht ganz so gut, wenn wir die Cops abschütteln sollen. Fällt da gar nicht auf, so ein Feuerwehrauto. Das bringt die auch hoffentlich nicht in Verbindung damit, dass wir demnächst einmal auftauchen beim FIB. Na, guck mal, wir haben niemanden umgebracht, ne? Da will ich immer wieder ein Lob haben, ey. Radio an hier. An der Radio geht ja nicht, leider. Mit Polizei und oder wie heißt es noch gleich? Polizei und oder Feuerwehrautos. Weil die halt nur Sirene haben. So, jetzt schaffen wir das Ding irgendwo hin. Jetzt können wir die Sirene theoretisch wieder anmachen, ne? Da gehen uns die Autos wenigstens aus dem Weg. Räumt die Straße, Mann, Feuerwehr ist da. Ganz toll. Ganz toll. Die Sirene, die steuere übrigens ich. Also, was für ein Sound die von sich gibt. Im Moment ist normal. Da kann ich das hier machen.
ausmachen natürlich. Dann kann ich das machen. Dann kann ich das machen. Warte mal. Das ist natürlich blöd, wenn man dafür halt den Stick halten muss, ne? Und ja, das plus Lenken ist manchmal gar nicht so geil. Auf jeden Fall ein sehr angenehmer Ton, oder? Kann man sich die ganze Folge über antun, glaube ich. Probiert es euch am besten raus. So. Easy Mode. Na, das war Pipifax. Pipifax! Silber, nicht ein Kratzer. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Scheiße. Was ist denn hier los? Hey Lester, we got a fire truck. It's parked around the back of your place. Then I guess we can't put it off any longer. I'll get word out to the guys. Come out to my office and speak to me. Nee. Nee, das machen wir jetzt nicht. Jetzt habe ich nur Angst gehabt, es geht direkt los. Was ist denn hier los? Don't tell me I lost this asshole. Aha. Ja, whatever, ne? So, wir schnappen uns jetzt ein Auto. Wenn sie uns nicht davonfahren. Und dann machen wir uns auf zu diesen Bekloppten da oben. Verdammte Kacke, ey. Ich will das endlich hinter mich bringen. So, jetzt fahren wir dann nochmal zum Flughafen. Ja, verpiss dich. Das, guck mal, das Templar Hotel aus Chernogorsk. Chernogorsk, wie ist die Stadt? Chernogorsk war die Stadt, ne? Tschernarus ist das Land, genau. Ja, ich weiß. Oder man könnte auch sagen, tschernorussisches Gebiet, ne? Ah ja. Ich habe übrigens nicht das Copyright darauf, ne? Quasi, ich mache quasi nur per Fair Trade, nutze ich das gerade. Das war jetzt hart insidermäßig, die Hälfte oder 90% wissen gar nicht, von was ich gerade rede. Daisy! Und die Landschaft da heißt, oder das Land da heißt Tschernarusk. Und die größte Stadt in dem Spiel heißt Tschernogorsk. Und mein Partner, was Let's Plays angeht, wenn man mal ein Together macht, der hat das dann tschernorussisches Gebiet genannt. Ja, wen's interessiert, jetzt habe ich es zumindest aufgeklärt. So, jetzt machen wir die Fremde und Freaks. Bitte. Und bitte lass uns diesmal die explodieren, naja. Vollgas, Mann. Boah. Die driftet ganz schön, die scheiß Kacher, ja. So, Auto wieder aufstellen. GTA, Physik sei Dank. So, Flugzeug. Und wieder eine Boeing, die mich anlächelt, ey. Kann ich widerstehen. Ich muss das Ding haben. Ach komm! Oh!
Flügel abgebrochen, dann explodiert das dann direkt. Leck mich doch an dem Murmel, ey. Ja, ich weiß. Treibstoff von solchen großen Flugzeugen werden im Flügel und so weiter, ja, aber ich da direkt so verrecke, ey. Ja, schau dich aus, du Wichser! Genau, die Mucke passt jetzt, genau, die brauche ich jetzt, um da schnell hinzufahren, ey. Wenn der Wichser mich nicht gerappt hätte. Oh, der Sound von der Karre ist ja geil, ey. Oh, aber bist nicht so smart, Mann. Ja, echt mal scheiße hier. Oh, ich glaube, das Lied ist gerade losgegangen. Mega geil. Oh, wir sind hier nach rechts. Ah, fuck. Läuft wieder alles schief. Komm, komm, komm. Komm schon. Oh, diesmal mach ich mich weg, du Wichser. What the fuck out, will ya? Diesmal sind keine Boeing da. Nichts zum Blödsinn machen. Das heißt, wir nehmen diesmal ein normales. Ja, ein Stück normales Flugzeug. Mal ins Finden. Aber das Ding ist scheiße, das ist zu langsam. Die Limo ist hier geparkt, gell? Ja, dann müssen wir leider doch die Kamera nehmen. Also das Mini-Flugzeug da. Oh, oder wir nehmen den Learjet. Das ist natürlich noch besser, der ist schneller. Fuck you! Komm, steh auf, Michael! So, los geht's. Aber. Fuck you, Motherfucker! Wir hauen jetzt ab hier. Landeklappen werden eingefahren. So, kurz mal auf die Map schauen. Fremde und Freaks, Fremde und Freaks. Die sind jetzt natürlich gerade weg, ne, die Wichser. Aber, ich weiß, die kommen wieder. Oder ich hoffe, die kommen wieder, bis wir wieder da oben ankommen. War das nicht irgendwo... Wo war denn das noch gleich? Das war doch hier irgendwo denn da oben. Ich weiß nicht mehr genau. Hier irgendwo. Da vielleicht? Ich weiß nicht mehr. Das ist warum, dass die auftauchen, bis wir da oben sind. Das ist der ich fluche. Hier hinten könnte man... Das haben sie neu hinzugefügt mit irgendeinem Patch, der vor zwei Monaten, einem Monat kam. Ich weiß gar nicht mehr genau. Kann man auch als Passagier in der Ich-Perspektive Platz nehmen und hinten schön sein Whisky saufen. Ist voll geil. Andererseits könnte man auch bemängeln, dafür haben sie Zeit, so eine Scheiße reinzumachen, ja. Anstatt mal einfach mal neuen Content zu bringen. Aber na gut.
So, Bullen sind weg. Und ich glaube... Moment. Controlaten. Fremden Freaks. Warte, wir waren gar nicht so falsch mit unserer Markierung auf der Map, ne? Was denkt ihr, was wir da machen müssen? Vielleicht tauchen? Mit dem Freak? Keine Ahnung, was da jetzt passieren wird. Wir werden es wohl erfahren, wenn wir rechtzeitig ankommen. Geil ist das denn da, wenn wir da wohnen? Ein Mörder. Way down, long way down. Oh, aufs Militärgelände sollten wir vielleicht nicht fliegen. Dann haben wir nämlich direkt 6 Sterne. 5, beziehungsweise 5, ja. Das wäre nicht so gut. Diesmal machen wir die Fremde und Freaks. Diesmal machen wir es, Leute. Bitte lass uns nicht sterben. Lass uns nicht irgendeine Scheiße passieren. So, hier müssen wir nochmal steigen, damit das mit dem Fallschirm besser klappt. So, und jetzt... raus hier. Schon geil in First Person, muss man sagen, ja. Oh, irgendwo ist was explodiert. Wer war das, ey? So. Oh, shit. Shit! Au! Oh, man! Au! Ja, au, genau. Du sagst es, Mann. Sorry, Michael. Kommen wir denn jetzt hier hoch? Oh, nein. Kommen wir denn jetzt hier? Kommen wir hier ganz einfach so. Warte mal. Heiko, hör mal auf mit der Scheiße. Lol. Wir haben Michaels Gesicht gerade gesehen. Habt ihr das gesehen? Oh. Jetzt. Michael, Alter. So, wenn wir jetzt uns gut anstellen hier. Pass mal auf. Ah, nice. Das war Skill, Leute. Ich miss gerade. Währenddessen spontan eingefallen, wie man die Kameraperspektive ändert. Mit der Tastatur. Oh ne, die Bullen kommen hier runter. Oh nein, die Fremden und Freaks sind weg. Ach, leck mich! LOL, wie wollen die mich denn hier sehen? Sehen. So Quatsch. Ah, das ist Quatsch, Leute. Arschgefickte Bullen machen wieder alles kaputt hier, was ich mir vornehme. Yeah, I see you. Das ist aber schön für dich. Alter! Dass die mich aber auch sehen hier, ist doch kompletter Humbug, ey. Naja. Lol. Come on! Kill that punk! Give me some cover! Wir müssen ganz dringend mal untertauchen. Ich gehe davon aus, ich hoffe mal, dass die keine U-Boote haben. Ah, guck mal. Das reicht schon. Suchen sie uns zwar, ne? Aber ist mir egal. Warte, wir müssen tiefer. Ne, tiefer, Alter. Ja, genau. Falsche Taste gedrückt. Hier finden die uns nie. Hehehehe.
Oh, nicht auftauchen. Yeah, nice. Nice. Oh, die Fremden und die Freaks sind wieder da. Hammer geil. Schnell hinter. Schnell. Das machen wir auf jeden Fall noch. First Broken.